Moin, meine Lieben, hier spricht wieder euer Philipp und ich bin für euch wieder zurück mit einer geilen Rezeptidee. Und zwar geht es heute nicht um die Leute, die abnehmen wollen oder ihr Gewicht halten wollen oder sich gesund ernähren wollen, sondern heute geht es einfach mal um die Leute, die es nicht schaffen, Gewicht drauf zu packen und die mir immer erzählen, oh, ich esse schon unglaublich viel und trainiere hart und so weiter, aber auf der Waage geht der Zeiger einfach nicht nach oben, ich nehme einfach nicht an Gewicht zu, kann keine Masse drauf packen. Und genau deshalb habe ich mir heute einen kleinen Trick einfallen lassen, damit mit diesen Ausreden Schluss ist und ihr endlich mal ein bisschen Masse drauf packt. Und deshalb machen wir heute einen kleinen Shake, der sage und schreibe 1300 Kalorien beinhaltet und zudem auch noch gesund ist. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. So, jetzt kommen wir zu den Zutaten. Ganz simpel und einfach. Los geht's. Also, als allererstes brauchen wir Haferflocken. Da habe ich jetzt 4 Esslöffel insgesamt genommen, 4 bis 5 könnt ihr nehmen. Zarte Haferflocken vorzugsweise habe ich hier nochmal mitgebracht, dass ihr das seht. Also die steht jetzt hier extra zart. Gibt halt auch diese kernigen, flockigen, die machen sich hier nicht so gut, deshalb die zarten. Dann brauchen wir eine Banane. Die Banane ist jetzt hier noch nicht ganz reif, erkennt man hier dann. Also wenn sie so ein bisschen braune Stellen hat, dann ist sie eigentlich sehr gut reif und ihr könnt die essen. Das wäre jetzt hier etwas unreif. Dann brauchen wir so ein Haferdrink, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Milch nehmen, vorzugsweise mit 3,5% Fett oder ein bisschen Sojamilch, Reismilch oder weiß der Geier was. Hauptsache irgendeine Milchsorte. Dann brauchen wir Erdnussmus. Da habe ich jetzt hier mal so ein Bioprodukt genommen, ohne Zuckerzusatz, ne, weil ich das auch mal sehr natürlich gestalten will, ohne da irgendwelche Zusatzstoffe noch mit reinzuhauen, wie zum Beispiel Glutamat, industriell verarbeiteter Zucker und so weiter. Weil ich ja sage, das soll auch gesund sein, deshalb dieses Bioprodukt. Und was ich jetzt hier auch noch habe, nicht wundern, das ist Edelbitterschokolade. Könnt ihr im Fall der Fälle, falls ihr das nicht mögt, weglassen. Es wird am Ende aber so eine geile Flocken in diesem Shake geben, so wie kleine Stückchen, dass es so ein bisschen crunchy ist. Und es ist vor allem auch welche mit 80% Kakao. Sprich, hier sind die Kakaoöle sehr weit oben und wir haben verhältnismäßig eher weniger Zucker. Das kommt noch mit rein und genau, hier habe ich jetzt einfach mal so ein Whey-Protein genommen. Mit der Geschmacksrichtung Nuss-Nougat. Könnt ihr natürlich auch jedes andere Schoko-Nougat oder Haselnuss-Protein nehmen. Gerne auch ein veganes, das überlasse ich ganz euch. Das brauchen wir. Wir brauchen den Stabmixer zum Verquirlen. Und wir brauchen so einen Shaker hier. Handelsüblicher Shaker. Und dann kann es losgehen. So, Step Nummer 1. Die Haferflocken hier rein. Ich bin natürlich Meister im Treffen des Bechers. Nicht. So, rein damit. So, na klar, wenn ihr jetzt hier so einen Shake habt, fällt ihm gerade mal auf, dann nehmt ihr einfach, macht ihr das hier so bis 100 voll. Dann seid ihr da genau in der, auf der richtigen Linie oder halt auch meinetwegen 150. Das müsst ihr für euch entscheiden. So, jetzt hauen wir die Bananen hier rein. Kleiner Trick, macht die mal von hier hinten auf. Gut, die ist jetzt unreif, deshalb geht es etwas schwieriger, weil dann zieht ihr nämlich meistens hier gleich diese komischen weißen Fäden mit ab. Ich wasche mal kurz die Hände. So. Kann man sich natürlich auch mal hier an der Jogginghose abspülen. Gar kein Problem. So, dann kommt das Erdnussmus. So, da habe ich jetzt hier so einen Löffel. Da nehme ich jetzt hier einfach mal so ein gutes Ding. Ne? Also, zack. Ein so ein Löffel. Deshalb sage ich halt auch Nuss-Nougat oder Schoko oder Nutella, irgendwas Nussiges, ist ja egal, was das Protein angeht, weil das halt einfach dann gut zu dem Erdnuss passt. Sowas Fruchtiges ist jetzt wahrscheinlich da nicht gerade der Hit. Genau, jetzt haben wir hier unsere Schokolade, davon nehmen wir mal, ah nein, die machen wir nicht rein, das ist der Trick, die kommt jetzt noch nicht rein. Jetzt kommt erstmal dieser Haferdrink hier rein. Und zwar füllen wir das jetzt mal hier auf, ungefähr bis, ja, hier 500 Milliliter. Da ist er, zack. Haferdrink zur Seite. Und jetzt können wir auch schon hier den Mixer ansetzen. Da gehen wir einfach mal hier rein mit dem Teil. Gut, ihr seht, das ist hier noch so ein bisschen stückig. Darüber braucht man sich nicht wundern. Hier zur Seite. So, jetzt nehmen wir hier unser Proteinpulver. Das sind die Sachen, die jetzt hier ganz zum Schluss hineinkommen.
Ich nehme jetzt hier mal, ja, so ungefähr 30 Gramm, zwei so eine kleinen Scoops hier. Und die sind noch sind relativ klein. So. Also wie gesagt, ungefähr 30 Gramm von dem Protein. Jetzt kommt hier unsere Schokolade mit rein. Und das ist wichtig, dass ihr die jetzt zum Schluss reinmacht, weil sonst wird die zu klein gehäckselt. Das ist jetzt hier genau die Hälfte. Es sind jetzt hier ungefähr 20 Gramm. Ne, die kommen hier rein. Ich breche die hier nochmal nicht kurz durch. Ich bin nicht stark genug. Ich habe heute den Shake noch nicht getrunken, das mache ich gleich. Und deshalb habe ich noch keine Kraft. So, jetzt hier rein. Erstmal auf den Boden drücken die Schokolade und dann gleich. So, wenn man jetzt hier oben mal reinguckt, dann sieht man nämlich auch schon, wie die Schokolade so klein gepalpt wird. Ne? Da sind die kleinen Stückchen. So, wenn das jetzt natürlich ein bisschen dickflüssig ist, das sehe ich gerade, dann machen wir hier einfach mal noch ein kleines bisschen Wasser rein. Wunderbar. Gehen wir nochmal kurz rein. So. Können wir hier gleich mal in die Geschirrspüle machen. Und jetzt wird das Ding probiert. So, nochmal ein bisschen schütteln. Deckel auf und rein damit. Oh, was für ein Traum. Sieht super aus. Ihr seht schon diese kleinen Schokostückchen. Genau. So, dann wollen wir mal probieren. Auf geht's. Oh, geil. Schmeckt definitiv richtig nach Hafer. Der Erdnussgeschmack kommt durch und man merkt definitiv, dass dieses Ding hier 1300 Kalorien hat. Und in dem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Kocht das Ganze mal nach. Nee, kochen müsst ihr gar nicht. Ihr müsst es einfach nur sozusagen mit so einem Stabmixer durchrühren. Und dann sollte es keine Ausreden mehr geben, dass ihr nicht zunehmt. Also für an alle Hardgainer, macht diesen Shake nach, probiert es aus. Und wenn ihr noch andere geile Ideen habt, was man da eventuell reinmachen kann oder was man da vielleicht geschmacklich verbessern kann, dann einfach unten in die Kommentare. Zudem würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr mir ein kleines Like da lässt oder vielleicht mal bei einem Kumpel, wenn ihr keine Hardgainer seid, dieses ganze Ding an die Pinnwand postet oder ihm als E-Mail schickt oder sonst was, damit er definitiv auch mal ein bisschen mit der Waage nach oben geht. Und ja, dann verabschiede ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.